Und schon am Wort ist Gabriel Felbermayr, er ist WIFO-Chef. Ich finde, dass das Vokabel Lebensräume eines ist, das wir stärker auch in der wissenschaftlichen Diskussion, in der Statistik, vielen anderen Bereichen mit Leben erfüllen sollten. Kommissar Fischler hat ja davon gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, zu definieren, was wir mit Regionen eigentlich meinen. Und das ist auch in der wissenschaftlichen Forschung ein großes Thema. Wir arbeiten sehr häufig mit administrativen Einheiten, mit Bundesländern, mit Bezirken, mit den NAZ-Regionen, die historisch gewachsen sind, die aber sehr häufig überhaupt nicht deckungsgleich sind mit den Lebensräumen, in denen Menschen ihre Gegenwart und ihre Zukunft gestalten. Und diese Lebensräume, die umfassen sehr häufig mehrere solche administrative Einheiten. Sie gehen über Grenzen hinaus und Lebensräume haben sehr häufig etwas zu tun mit Arbeitsmarktregionen. In anderen Ländern, in den USA zum Beispiel, gibt es statistische Einheiten, die man als Commuting Zones bezeichnet, also als Pendelräume. Und ich halte das für eine gute Größe oder für eine gute Einheit, um über regionale Entwicklung diskutieren zu können. Wir haben über Vorarlberg gehört und der Vorarlberger Lebensraum, der überlappt in vielerlei Hinsicht mit Teilgebieten der Staaten, die da angrenzen. Das sind Teilgebiete, die gar nicht mal in Österreich liegen, Liechtenstein, die Schweiz, Deutschland natürlich. Wir haben vom Burgenland gehört, dass sozusagen stark im nördlichen Teil integriert ist mit dem Großraum Wien. Große Teile Niederösterreichs gehören da auch dazu. Wenn ich an meine Heimat denke, an Oberösterreich, dann ist das engstens verflochten mit dem bayerischen Nachbarraum und im Osten dann auch mit Niederösterreich und so weiter. Wir können das also für alle Lebensräume, in denen Österreicherinnen und Österreicher wohnen und arbeiten, Familie haben, Zukunft entwickeln, sagen. Und deswegen halte ich es für so wichtig, dass wir Wege haben, Systeme haben, in Europa, in Österreich auch, um diese Lebensräume stärker auch in die politische Realität zu bringen. Das heißt, Abstimmungswege, einen Föderalismus, der sich den verändernden Rahmenbedingungen anpasst, europäische Zusammenarbeit. Und ich möchte in meinen Bemerkungen immer wieder etwas aus der Forschung einbringen und an dem Punkt passt das ganz gut. Dort, wo wir nicht genügend Abstimmung haben über Einheiten administrativer Regionen hinweg, dort passieren häufig Fehler oder Unterinvestitionen. Ich habe selber eine Studie gemacht, wo wir uns Infrastrukturinvestitionen in Europa angeschaut haben und was man da sehr klar sagen kann, dass gerade in den Grenzräumen Unterinvestitionen stattfinden. Natürlich gibt es die Idee der transeuropäischen Netze, die gerade da Abhilfe schaffen sollen und Kofinanzierungen aus Europa. Das geht aber alles nicht weit genug und dann haben wir mit der Realität zu tun, dass gerade an diesen administrativen Grenzen zu wenig investiert wird. Wir erleben das nicht nur im Transportbereich, wir erleben das auch schmerzlich jetzt im Bereich der Energienetze, dass die Stromnetze nicht hinreichend gut integriert sind, die Gasleitungsnetze nicht hinreichend gut integriert sind und die Bottlenecks sehr häufig sind in diesen Grenzräumen. Das heißt, eine bessere Koordination ist wichtig. Ökonomen sprechen gerne von externen Effekten, die internalisiert werden sollen. Und diese externen Effekte, die tauchen auf, wenn administrative Einheiten für sich ihre Entscheidungen treffen, die sehr richtig sein können aus einer sozusagen individualistischen oder aus einer regionsbezogenen Perspektive, die aber, wenn man das größere Ganze sieht, mehr Abstimmung und Koordination bedürfen würden. Und das haben wir in ganz vielen Bereichen. Ich habe schon über Netze gesprochen, Straßen oder Datennetze, Stromnetze, Gasnetze. Wir können das aber in vielen anderen Bereichen auch ausmachen, dass man mit interregionaler Abstimmung und Koordination sehr viel weiterkommt. Betriebsansiedlungen zum Beispiel. Auch hier wieder ein kleiner Blick in etwas, das sehr gut erforscht ist, in die USA, wo die Bundesstaaten in einem enormen Wettbewerb stehen um Betriebsansiedlungen. Und diese Betriebsansiedlungen werden mittlerweile so stark subventioniert, dass die wirtschaftlichen Vorteile, die durch die Betriebsansiedlung entstehen sollten in den Regionen, von den großen Unternehmen absorbiert werden können. Die Subventionen sind dann so hoch, dass für die Regionen
Dort bleibt natürlich, werden Arbeitsplätze geschaffen und so weiter, aber monetär gemessen, dass dort in Summe nicht mehr viel übrig bleibt. Und das ist ein Beispiel eines ruinösen Wettbewerbs zwischen den Regionen, dem man einen Riegel vorschieben muss. Bessere Beispiele fallen mir ein, wenn wir über die Ansiedlung nicht von Betrieben, sondern Universitäten nachdenken. Ich durfte eine Studie präsentieren vor kurzem über Fachhochschulen, Ansiedlungen in Niederösterreich. Und was man da auch eben sehr schön sehen kann, ist, dass diese Ansiedlungspolitik weit über das Bundesland hinaus einen segensreichen Effekt mit sich bringt und dass da sozusagen auch eine klare sozusagen gemeinsame Kooperation, eine gemeinsame Vorgangsweise wichtig ist. Am Arbeitsmarkt sehen wir das auch. Minister Kocher hat ja über die regionalen Unterschiede gesprochen. Ich war so lange in Deutschland und habe mitbekommen, welche Diskussion es um den Mindestlohn da gibt. Es wird in Deutschland ein Mindestlohn eingeführt, 25% Erhöhung. Das ist sehr schön für die betroffenen Bevölkerungsgruppen natürlich, aber es hat ganz klare Spillovers auch in unsere grenznahen Regionen hinein, die von dieser Politik, die wir nicht mitbestimmt haben, betroffen sein wird und wo man Lohneffekte sehen wird, Arbeitskräfte abwandern könnten aus den Regionen in Oberösterreich zum Beispiel nach Bayern, wo diese Mindestlöhne bezahlt werden müssen. Das wird dazu führen, dass man auch bei uns mehr zahlen muss. Das ist positiv. Aber die Frage ist, wer hat das demokratisch beschlossen? Das ist etwas, das nicht in Österreich beschlossen wurde, sondern in Deutschland. Oder anderes Beispiel, die Corona-Regeln. Nicht? Also aktuell sehen wir das wieder, wo die nicht hinreichend ausgebaute Kooperation, würde ich sagen, zu Einschränkungen in den Lebensräumen der Menschen führen kann. Ich glaube, dass wir mit dem Föderalismus ein wichtiges Vehikel haben, um solche Externalitäten zu internalisieren. Ich frage mich aber, ob wir schnell genug nachjustieren, ob dieser Föderalismus modern genug ist, ob er den Dingen, die rund um uns passieren, wirklich gewachsen ist. Wir sehen Unterschiede über die Regionen. Das haben wir in der Arbeitsmarktstatistik gesehen, die von der der Bundesminister Kocher gesprochen hat. Wir sehen es in vielen anderen Hinsichten auch. In der Forschung reden wir häufig, gerade in der ökonomischen Geografie, von Agglomerationseffekten, von Effekten, die dazu führen, dass bestimmte wirtschaftliche Bereiche zusammen in einem engen Raum stattfinden müssten, die sich dort clustern. Und das kann man gerade für wissensbasierte, forschungsintensive Branchen sehr klar belegen. Die konzentrieren sich räumlich. Und diese räumliche Konzentration bedeutet natürlich dann auch räumliche Ungleichheit. Wenn man denkt, man kann dem entgegenwirken, dann muss man sehen, dass da Grenzen gesetzt sind, weil diese Agglomerationseffekte ja Produktivität begründen. Wenn man sagt, Biotech muss überall in der Fläche stattfinden, dann wird man es nirgendwo kriegen. Es muss sich konzentrieren dürfen in räumlicher Hinsicht. Das bedeutet aber, dass es Unterschiede geben wird zwischen den Regionen, in denen diese Clusterbildung erfolgreich gelingen kann, und den Regionen, in denen das nicht passiert. Und wenn man, wie gesagt, versucht, da Riegel vorzuschieben, dann ist die Gefahr hoch, dass man für Österreich insgesamt diese Cluster dann nicht ansiedeln kann oder nicht bekommt oder sie nicht in einer produktiven Art und Weise bekommt. Das sind Branchen wie die schon erwähnte Biotechnologie, sehr gut belegt und erforscht ist das im Bereich Automotive. Da sehen wir ja die Cluster in Österreich sehr klar, wo sie sind, im Grazer Raum, in Oberösterreich. Das haben wir im Finanzbereich gesehen, in der Geschichte immer wieder. Und was wir wissen, ist, dass diese Externalitäten über viele Kanäle funktionieren, über Wertschöpfungsverflechtungen zum Beispiel, dass Zulieferer sich an die Leitbetriebe rundherum ansiedeln. Wir sehen das über die Arbeitsmärkte, dass sozusagen gut ausgebildete Kräfte aus dem einen Betrieb dann in den anderen Betrieb wechseln können und umgekehrt. Wir sehen das auch bei den Zitationen von Patenten. Das alles hat eine räumliche Struktur. Bedeutet aber natürlich, dass sich die Regionen unterschiedlich spezialisieren und dass sie sich unterschiedlich aufstellen in den verschiedensten Branchen. Das heißt, dass eben nicht jede Region in all diesen Sektoren tätig sein kann. Und wenn wir dann fragen, wie das im Titel meines Referats vorgesehen ist, über Stärken und Schwächen österreichischer Regionen, dann habe ich ein bisschen ein ähnliches Problem wie mit den Regionen auch, dass die Stärken und die Schwächen natürlich etwas ist, das sich relativ anders darstellen kann in unterschiedlichen
unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Eine Region, die sehr industriestark ist, hatte es gut in Zeiten der Corona-Krise, weil die Corona-Krise vor allem im Dienstleistungsbereich, Tourismus, Gastronomie und so weiter eingeschlagen hat. Aber in Zeiten von Lieferkettenengpässen, hohen Energiepreisen ist das wieder ganz anders, sodass Stärke und Schwäche nicht so sehr sozusagen allgemein definiert werden können, sondern eben abhängen von den Rahmenbedingungen. Und ein Wort ist hier auch schon mehrmals genannt worden, nämlich die Resilienz. Die ist, glaube ich, ganz zentral. Und wenn wir vielleicht statt über Stärke und Schwächen über Resilienz reden, dann kommen wir auch konzeptuell, glaube ich, etwas weiter. Wir haben in der langen Phase seit der industriellen Revolution ein Wachstum urbaner Zentren gesehen. Die ländlichen Räume haben mit ihren Geburtenüberschüssen die Geburtendefizite der urbanen Zentren befüllt. Das ist sozusagen der lange Trend über 200 Jahre. Und der geht im Prinzip auch aktuell noch weiter, nur gehen die Geburtenüberschüsse in den ländlichen Räumen zu Ende. Und das bedeutet, dass dieser Ausgleich zwischen Land und Stadt, dass der so nicht mehr funktionieren kann, wie wir das gewohnt waren, dass es einen sehr viel stärkeren Wettbewerb um den knappen Faktor Arbeitskräfte geben wird. Und der Demografie ist nicht gut zu entrinnen. Die ist unter den vielen Dingen, die schwer prognostizierbar sind, ist die Demografie vielleicht etwas leichter zu prognostizieren als die Konjunktur oder andere Dinge. Und wenn Sie in die langfristige Bevölkerungsprognose auch für Österreich blicken, dann sehen Sie, dass es da klare Gewinner geben wird, die um die bereits bestehenden urbanen Zentren angesiedelt sind. Das ist das Wiener Becken, das Grazer Becken, der Oberösterreichische Zentralraum, Salzburg mit Flachgau, Innsbruck, das Rheintal, Klagenfurter Becken. Und dass die Räume dazwischen, man könnte fast Zwischenräume dazu sagen, dass die nachhaltig von der demografischen Entwicklung negativer betroffen sein werden. Und die Frage ist, was man da tun kann. Und ich glaube, dass es eine ganze Palette von Themen gibt, die man auch in Österreich stärker nutzen muss. Wir haben gerade auch in diesen Zwischenräumen die große Chance, den Tourismus weiterzuentwickeln, Wertschöpfung stärker zu machen. Ich glaube, da ist Österreich ohnehin schon in vielen Bereichen Vorreiter in der Europäischen Union, diesen Weg weiterzugehen, auf Qualität zu setzen. Aber man kann auch in diese Räume mit öffentlichen Investitionen etwas tun. Da gibt es gute Beispiele, zum Beispiel Bildungsinstitutionen anzusiedeln, eine Dezentralisierung der Verwaltung zu machen. Ich glaube, dass Bayern ganz gute Modelle hat, wo man sich durchaus auch orientieren kann, wo das gelingen konnte. Und ich glaube auch, dass die Energiegewinnung und die Energiewende eine Chance für diese Regionen darstellen wird. Die neuen Energiegewinnungsformen, die sind ja sehr flächenintensiv. Das ist auch eine Umkehr eines langen Trendes über die letzten 100 Jahre, wo man immer mehr Energie auf immer wenigem Raum herstellen konnte. Die extremste Energieverdichtung ist das Atomkraftwerk. Wenn wir jetzt auf Windräder und Photovoltaik gehen, dann ist das etwas ganz anderes. Dann brauchen wir sehr viel mehr Fläche. Und das ist für diese Regionen eine Chance, weil dort die Fläche zur Verfügung steht. Worauf wir achten müssen, ist, dass diese Energieüberschüsse, die dann in diesen Regionen entstehen, auch lokal zur Wertschöpfung führen, dass es zu Ansiedlung kommen kann von energieintensiven Unternehmen dort, wo die Energie auch tatsächlich produziert wird. Eine kleine Anekdote aus meinem alten Wirkungskreis in Schleswig-Holstein. Das ist das Land mit dem größten Nettoexport sauberen Stroms. Und gleichzeitig das Land in Deutschland, das den höchsten Strompreis hat für Haushalte und Industrie. Da ist die Regulierung falsch gelaufen. Und man muss solche Entwicklungen für Österreich verhindern. Dort, wo der Strom günstig hergestellt werden kann, dort muss auch die Wertschöpfung hin, damit man teure Transportkosten vermeidet. Ich glaube, dass die Literatur und die Forschung in den letzten Jahren sehr schlüssig gezeigt hat, dass Erfolg und Misserfolg von Regionen sehr häufig an der Wanderungsbilanz zu messen ist. Regionen, die Bevölkerung verlieren, sind Regionen, die politisch in Schwierigkeiten geraten. Es ist, wenn Sie die Wahlen ansehen, für den Brexit zum Beispiel oder in den USA, in Frankreich, Präsidentschaftswahlen, dann sehen Sie klare Unterschiede zwischen den Regionen, die Bevölkerung verlieren und die Bevölkerung gewinnen. Und daher glaube ich, ist eine aktive Regionalpolitik eine wichtige Angelegenheit.
unter die Abwanderung der Jungen, insbesondere der jungen Frauen, als ganz zentrales Element. Das wurde schon gesagt, dem kann ich nur zustimmen. Das ist der Kern des Problems. Deswegen glaube ich, dass wir mit einem wirklich starken Ausbau und beschleunigten Ausbau von Infrastruktur, vor allem der digitalen Infrastruktur, hier wirklich Fortschritte machen müssen. Das erlaubt Homeoffice, das erlaubt datenintensive Dienstleistungssektoren, das erlaubt die Ansiedlung von sozusagen, wissensbasierten Wirtschaftszweigen in diesen Regionen. Was aber auch einfach wahr ist und immer wahr war und wahrscheinlich auch wahr sein bleibt, ist, dass öffentlicher Verkehr nicht alles ist. Auch die Straßenanbindung muss einfach passen. Nicht? Das ist, glaube ich, etwas, das politisch im Streit steht, aber die Tatsache, dass auch Güter transportiert werden müssen, dass sich Menschen nicht nur über öffentliche Verkehrsmittel fortbewegen können, die Tatsache darf man nicht ausblenden. Wir haben in Österreich Regionen, die sich sehr unterschiedlich spezialisieren, Industrieregionen, Regionen, die stärker im Tourismus aktiv sind, im Tourismus dann wieder Unterschiede im Sommer- und Wintertourismus, in den Industrieregionen die schon angesprochenen Cluster unterschiedlicher Art von Maschinenbau, Kunststoff, Metall, Automotive und so weiter. Wir haben Regionen, die stärker in der Produktion von landwirtschaftlichen Gütern konzentriert sind. Und Landwirtschaft ist auch nicht gleich Landwirtschaft, das sind die Hektarträge sehr, sehr unterschiedlich, Sonderkulturen ganz anders als Forstwirtschaft zum Beispiel. Und ich würde gerne diese Unterschiedlichkeit begreifen als eine große Bereicherung. In einem föderalen System macht uns das in Summe stärker. Wenn Schocks auftreten, wie wir sie jetzt immer gesehen haben, und wir aber eine diversifizierte Struktur haben, dann sind diese Schocks besser auszuhalten, als wenn wir eine Monokultur hätten. Die haben wir in Österreich nicht und das ist auch gut so. Mit so einer ausdifferenzierten regionalen Arbeitsteilung haben wir in Summe höhere Einkommen, aber damit die Diversifizierung funktioniert, brauchen wir auch Ausgleichsmechanismen. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass die unterschiedlichen Regionen und Bundesländer ganz unterschiedlich betroffen waren von dem Corona-Schock. Wir sehen das jetzt perspektivisch wieder. Wir gehen im Wirtschaftsforschungsinstitut davon aus, dass das jetzige laufende Quartal und die kommenden für die Industrie sehr hart werden und sie könnten noch viel härter werden, wenn es zu einem Gasembargo kommt. Und das trifft bestimmte, ich will nicht sagen Bundesländer, sondern bestimmte Lebensräume ganz anders, viel heftiger als andere. Und diese Schocks insgesamt in Österreich und dann auch in der Europäischen Union solidarisch zu absorbieren, das ist ganz wichtig. Die Unterschiedlichkeit lässt sich auch in den ganz aktuellen Zahlen für die Bruttowertschöpfung der Bundesländer ablesen. Ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen schon kennen für das Jahr 2021. Für Österreich gab es da ein Wachstum von 4,5% und es gibt ein paar Bundesländer, die konnten diesen Österreich-Schnitt deutlich schlagen. Oberösterreich zum Beispiel mit 6,2%, Wien 5,3%, Niederösterreich 5,3%, Kärnten 5,4%. Das sind Länder, die sich häufig wegen ihrer Industriestärke besser gegen die Corona-Probleme wappnen konnten oder Länder, die mit dem Sommertourismus punkten konnten oder Länder, die Wien sehr tief gefallen sind im Tourismus und einfach der Rückkehr zu einem nicht normalen, aber näher am normalen Niveau befindlichen Level eine Beschleunigung mit sich gebracht haben. Wir sehen das Burgenland, die Steiermark und Vorarlberg, die relativ nah am österreichischen Durchschnitt sind. Wir sehen aber noch immer, dass Tirol und Salzburg aufgrund der Tourismusabhängigkeit im Jahr 2021 sehr weit weg sind vom österreichischen Durchschnitt. Tirol 1,3, Salzburg 2,7%. Und diese Unterschiede sind nicht sozusagen guter oder schlechter Politik zuzulasten oder leistungsfähig oder weniger leistungsfähigen Betrieben oder Industrie. Das ist wirklich, muss man sagen, Glück oder Pech. Und ich meine, dass ein föderales System mit solchen Dingen umgehen können muss. Zum Schluss ein paar wenige Empfehlungen, die wichtig sind. Ich meine, es ist gut, sich Anleihen zu nehmen, Erfolgsmodelle als solche zu benennen, Anleihe auch in unseren nahen Nachbarländern zu suchen. Ich glaube, dass es gut ist, Regionalpolitik regelmäßig zu evaluieren. Wir durften am Wirtschaftsforschungsinstitut gemeinsam mit dem Münchner IFO-Institut eine Evolutionsstudie machen zur europäischen Kohäsionspolitik mit sehr innovativen Methoden,
Gelder, die auf Gemeindeebene alloziert werden, und die Effekte werden über Satellitendaten gemessen. Das ist also sehr innovative Forschung. Und was man da sehr klar zeigen kann, ist, dass diese Förderpolitik nützlich ist, dass das regionale Bruttoinlandsprodukt zunimmt. Was man aber nicht gut zeigen kann, ist, ob nicht diese Zunahme zu Lasten anderer Regionen kommt. Nicht? Und das ist so ein bisschen, Herr Fischler kennt das, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage in dieser Diskussion. Ich glaube, es steht komplett außer Zweifel, dass digitale Infrastruktur und Verkehrsanbindung die Basis sind. Die Bildung wurde schon angesprochen, von der Kleinstkindbetreuung bis zur Spitzenuniversität, muss man sagen. Das ist wahrscheinlich sogar wichtiger als Investitionen in physische Infrastruktur, weil gerade im Bildungsbereich Österreich eher Nachholbedarfe hat. Also wir reden sehr viel von Nachholbedarfen beim Breitband. Ja, die gibt es. Aber gerade im Bildungssystem gibt es diese auch und die sind nachhaltiger und längerfristiger relevant. Die räumliche Mobilität der Bevölkerung, ein Thema, das dem Minister Kocher wichtig ist, auch das kann ich nur unterstützen. Das muss ein wichtiges Ziel der Arbeitsmarktreform sein, Mobilität zu fördern und dass Menschen mit Distanz besser umgehen können. Und das letzte Thema, das mir als Querschnittsthema sehr wichtig ist, das gilt für alle Regionen, das gilt für die Republik Österreich in Summe. Energie ist sehr teuer geworden. Energie ist, und saubere Energie vor allem, ist der Stoff, aus dem auch in der Zukunft Wertschöpfung entstehen wird. Gerade wenn anderes knapp wird, vor allem der Faktor Arbeit. Das heißt, auf den Ausbau der Erneuerbaren zu setzen, jetzt alle Schleusen zu öffnen, nicht nur im Burgenland, auch anderswo, das wäre wichtig. Wenn die Energie teuer bleibt, dann sind die Standards hier bei uns nicht zu halten, dann ist die Industrie in ihrer Wertschöpfungsbedeutung, die wir sie heute haben, in Österreich gefährdet. Das gilt für die Regionen und das ist aber, glaube ich, auch für die Republik insgesamt die große Aufgabe in diesen Monaten und Quartalen. Vielen herzlichen Dank. Gerade in Grenzräumen fänden Unterinvestitionen statt, betont Gabriel Felbermayr als Chef vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Nicht nur im Transport gäbe es diese Unterinvestitionen, sondern auch im Bereich der Energienetze. Nachholbedarf gäbe es außerdem nicht nur beim Breitbandausbau, sondern vor allem bei der Bildung. Hier zu investieren sei das Wichtigste überhaupt, so der WIFO-Chef. Meine Damen und Herren, Sie sehen eine Enquete des Bundesrates live aus dem großen Redoutensaal, dem Ausweichquartier des Parlaments. Die Enquete trägt den Titel Die Zukunft dezentraler Lebensräume und wir gehen jetzt in eine Diskussion ein. Zu Gast sind ja heute nicht nur Mitglieder des Bundesrates, sondern auch der verschiedenen neuen Landtage in ganz Österreich.